Liebe Freunde, willkommen zurück und auch für diese Folge habe ich einiges vorbereitet. Das eine Thema ist ja, dass wir hier den Machtrang verlieren können. Das haben wir aber in der letzten Folge eigentlich schon gelöst. Und zwar hatten wir hier ja die das Militär ausgebaut. Bei der Entwicklung. Die Marinebasen. Schauen wir mal an, ob wir da mittlerweile Vollbeschäftigung haben. Nein, da werden noch weitere Soldaten eingestellt. Und dann sollte das eigentlich erstmal für die nähere Zukunft, sollte man das Problem gelöst haben. Wir haben ja hier die Schwelle von 115, unter die wir nicht fallen möchten, nicht fallen dürfen. Und ja, das sieht gut aus. Okay, dann können wir da schon mal einen Haken hinter machen. Dann haben wir das Thema Bürokratie. Und wir werden hier einmal die Regierungsverwaltung weiter nach oben schieben. An die zweite Stelle, nach der Werkzeugfabrik. Damit wir hier weiter Handelsrouten erstellen können. Das wird dann gleich auch ganz wichtig werden. Und auch unsere Institutionen weiter ausbauen können. Wir sind gerade noch dabei, das Bildungswesen, das Bildungssystem auf Stufe 2 zu bringen. Dann bekommt jede Pop, jeder Mensch plus 20% Bildungszugang aktuell plus 10%. Das mit der Assimilierung ist jetzt aktuell... ihr müsst wissen, bei der Assimilierung, das gilt nur für Kulturen, die akzeptiert werden. Und die, die diskriminiert werden, die kann man nicht zu seiner Hauptkultur rüber assimilieren. Das geht nicht, ja. Also wir können jetzt nicht die Versklavten, die diskriminiert werden, jetzt zu unserer Hauptkultur rüber assimilieren. Nur mal so das ganz grob im Hinterkopf behalten. So, dann machen wir weiter. Und zwar geht es jetzt darum, in einem ersten Schritt die Tuchfabriken umzustellen. Und zwar haben wir hier eine Tuchfabrik in Paraiba. Die Produktivität ist relativ gering mit 7,2. Und jetzt wird uns hier gesagt, dass wir, wenn wir auf Färbereien umstellen, Verlust machen würden. Aber das ist nicht der Fall. Und zwar ist es so, dass hier bei den Färbemitteln prognostiziert wird, dass der Preis in die Höhe schnellen würde. Aber wir haben eine Färbemittelplantage mit einer sehr geringen Beschäftigung. Und das werden wir dann gleich sehen, dass wir dann in der Färbemittelplantage entsprechende Leute beschäftigt werden. Ja. Nein, nicht dort, sondern da wird noch ausgebaut. Hier. Fast keine Beschäftigten. Und das ändert sich dann gleich schlagartig. So, und jetzt ein großes Thema. Und zwar haben wir ja hier die ganzen Konvois. 1360 Konvois. Und die werden fast... Also unsere Konvois werden fast noch gar nicht verwendet. Nur 32 für Handelsrouten. Und wir werden jetzt Seideimporteur. Ja. Und zwar haben wir in Qingish, China, haben wir, Moment, Seide im Überfluss. Und entsprechend ist der Preis auch niedrig. Wir müssen aber, damit wir Seide aus China importieren können, müssen wir erstmal ein strategisches Interesse erklären. Und das machen wir hier in Südchina. Weg. Und wir müssen noch warten, bis die, bis das Interesse auch wirklich greift. Ja. So, aber dann werden wir da sofort aktiv werden. Okay. Gut. Dann machen wir weiter. Wir haben das Thema mit den Färbemitteln. Färbemittelplantage. Extrem produktiv. Jawohl, Leute werden eingestellt.
Und dann werden die Färbemittelpreise gleich auch wieder sinken. Ja. Okay. Gut, also Färbemittelpreise sind bereits wieder gesunken. Und bei den Tuchfabriken, da stellen wir jetzt entsprechend mehr Kleidung her. Dadurch sind die Kleidungspreise, müssten jetzt eigentlich auch zurückgegangen sein. Und Südchina können wir uns gleich anschauen. Wunderbar. Wir brauchen hier nur 4 Färbemittel und wir haben gesehen, die Färbemittelplantage ist immer noch nicht ausgelastet. Ich würde eventuell die andere Tuchfabrik, die Größe, auch direkt umstellen. In Pernambuco. Da machen wir das ruhig. Ja. Okay. Gut. So, Färbemittel auf einem durchschnittlichen Niveau. Kleidung ist günstiger geworden. Das freut vor allem unsere Unterschicht. Die wird nämlich bei normaler Kleidung... ja, hier 7,5% ihrer Gesamtausgaben gibt es jetzt für Kleidung aus. Das ist auf jeden Fall gut. Jawohl. So. Dann. Thema Handelsbeziehungen mit China. Wir schauen uns mal deren Markt an. Und da haben wir ganz viel Getreideüberschuss und auch... Ja, auch Alkoholüberschuss, aber auch Seideüberschuss. Und wir haben Bürokratie plus 2,84. Wir könnten jetzt keine weitere Handelsroute aufbauen, dafür müssen wir erstmal eine Handelsroute abbrechen. Beziehungsweise halt die Regierungsverwaltung ausgebaut haben. Wir gehen auf unseren Markt und sehen bei Getreide, wir importieren von den Franzosen 25 Stück. Also fast gar nichts. Das brechen wir ab. Und dann können wir eine weitere Handelsroute unterhalten. Und die Idee ist auch relativ mittelfristig, den Import von Luxuskleidung dann auch zu beenden. Und auch hier die 20 Bürokratie einzusparen. Ja, okay, gut. Also, neue Importroute, Getreide, ja gut, wir könnten auch ganz massenhaft jetzt Getreide importieren. Aber lass uns das mal mit der Seide zuerst machen. So, also Seide importieren und dann bei uns auch für Nachfrage sorgen. Da können wir wieder zuerst die kleine Tuchfabrik umstellen. Handnäharbeiten. Auf geht's, Leute. So. Nein! Wir sind im Rang gefallen. Wir hatten uns das so angeschaut gehabt. Hier ist irgendwas passiert. Dann müssen wir das hier sofort wieder rückgängig machen. Weil wir bekommen... Na gut, wir können auch von den Franzosen... Seide importieren. Zumindest jetzt so Kleinstmengen. Ah Mist, jetzt haben wir doch den Rang noch verloren. Haben wir irgendeinen temporären Effekt gehabt, der jetzt abgelaufen ist? Mist. Okay, also Seideimport von den Franzosen. Oder von den Briten. Schauen wir uns das nochmal an.
Aber die Briten, da ist der Preis höher. Ja. Also. Von den Franzosen. Ich bin ja auch für den Markt. Moment. Hier. Franzosen. Zack. Okay. Ja, und das mit dem Machthang ist natürlich ein großes Problem jetzt. Das heißt, da fehlen uns... Ja, um den Machtrang zu erhöhen, braucht man mehr. Als es, also den zu verteidigen, war einfacher, als ihn jetzt wieder zu bekommen. Ach hier, Moment. Minus 13,3% Prestige. Ja, das war jetzt so eine Verkettung. Wir haben den Machtrang verloren, haben dann weniger Einfluss. Und dadurch dann wiederum weniger Prestige. Wir beenden hier, damit wir hier wieder ins Positive kommen. Beziehungsweise besser mit Spanien, das beenden wir. So. Ah, und dann brauchen wir noch 10 Prestige mehr. Um wieder Mittelmacht zu werden. Schauen wir uns die Tuchfabriken an. Und die Wahl hat stattgefunden. Die Wahl hat stattgefunden. Konservative Partei. Bestehend aus Grundbesitzern, Streitkräften und der katholischen Kirche. 59,6%. Liberale Partei. Intellektuelle, industrielle und Kleinbürger. 21,7%. Landwirtschaftspartei. Nur die Landbewohner 16,6%. So. Die aktuelle Regierung. Hätte eine Legitimität von 61%, also die drittbeste Stufe. Und wenn wir die anderen Interessengruppen reinziehen möchten, die haben sich alle ja zusammengeschlossen, dann ginge das halt nur als Gesamtpaket. Und die Gewerkschaften sind noch bei 0,2% randständig, die spielen hier bei der Regierungsbildung keine Rolle. Regierungsumbildung, Landbewohner rauswerfen. Das überlegen wir uns aber nochmal. Die Landbewohner sind nämlich für das aktuelle Gesetz. Wie lange haben wir hier noch Zeit bis zum nächsten Ereignis? 22 Tage. Und die kostenlose Regierungsumbildung haben wir noch 175 Tage. Ich habe ja Glück. Also wenn das Gesetz jetzt beim nächsten Mal beschlossen wird, dann können wir sofort die Regierungsumbildung durchführen. Wäre halt schon erstrebenswert, weil dann wären wir ja hier im... im besseren Bereich. Aber in dem gleichen Bereich. Das würde uns gar nichts bringen, ja. Okay. Ja, wir machen weiter. 22 Tage. Und die Tuchfabriken. Wir machen ordentlich Gewinn auf jeden Fall. Seidenimport wird wahrscheinlich noch anwachsen. Inaktiv. Ach so, hier. Ja, die beenden wir mal. Die bleibt auf Stufe 1.
Ja, das ist halt bei den kleinen Mengen. Die verstehen das nicht, ne? Die wissen nicht. So, wir warten erstmal hier ab, bis wir Vollbeschäftigung haben. Und dann stellen wir eventuell auch noch die andere Tuchfabrik um. Und gleich hier Berufspolizei. Gesetzesblockade, nein! Beschusserfolg minus 15%. Wir haben die mechanischen Werkzeuge freigeschaltet. Handgefertigte Waren können von außergewöhnlicher Qualität sein. Auch wenn es um Konsistenz und Geschwindigkeit bei der Herstellung geht, braucht es maschinelle Unterstützung. Ja, wir können Werkzeuge und Hartholz einsetzen, um dann Luxusmöbel herzustellen. Dafür brauchen wir keine Seite oder sonstiges. Stahl haben wir noch nicht. Stahlwerkzeuge, das ist Zukunftsmusik. Sulfidbrei, wir haben keinen Schwefel. Schlachthöfe, wenn wir Werkzeuge haben, können wir mehr Fleisch produzieren. Ja, und als nächstes werden wir die Eisenbahn erforschen. Schauen wir uns noch mal eine Sache an. Nämlich... Ja gut, das dauert 3 Jahre. Auf 1 haben wir ja eh alles erforscht hier. Wenn man auf einer vorherigen Stufe etwas nicht erforscht hat, dann kostet das nochmal extrem viel mehr. Aber damit sind die... nicht die, die Zeilen hier gemeint, sondern die, die Zeitalterstufen, wenn man so möchte. Ja. Und auf 1 haben wir ja alles. Das ist okay. Machen wir ja weiter. Und das mit der Berufspolizei ist natürlich ärgerlich. Aber wir sind halt hier in dem Quadranten. In dem Bereich, sagen wir es so. Das sind ja 5 Bereiche. Wir lassen den Landbewohner drin. Oder gibt es irgendein anderes Gesetz, das wir beschließen möchten? Wir können das Kolonialamt beschließen, dafür brauchen wir Landbewohner nicht. Dafür brauchen wir nur die Streitkräfte in der Regierung. Landbewohner minus 10. Wir haben aktuell ehrliche Arbeit. Boah, das möchte ich mal haben. Ja. Und Infrastruktur auch noch. Vor allem wären wir hier nicht nur bei minus 10, sondern wir wären bei minus 10 aufgrund der kolonialen Umsiedlung. Und wir würden ja auch den Bonus verlieren aus der aktuellen Gesetzgebung. Weil die Landbewohner sind ja für örtliche Polizei... Moment... sind ja für die Berufspolizei und bekommen da plus 5. Das heißt, wir hätten in Summe ja minus 15. Also das machen wir nicht. Wir lassen das weiterlaufen. So, also. Luxusmöbel selber herstellen. Und... Luxuskleidung selber herstellen. Beides beobachten wir. Präzisionswerkzeuge. Hartholz. Hartholz könnten wir sofort organisieren, oder? Können wir hier eine Stufe umstellen?
Und wir sind auch in Rio de Janeiro. Brauchen wir 20 Hartholz. Die 10 Werkzeuge. Ja, nicht weiter tragisch. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ländlich. Dann haben wir Holzfällerlager. Und dann, wenn wir eine Stufe umstellen auf Hartholzproduktion, haben wir 10 Hartholz. Wir brauchen noch 20. Wenn wir Maranao nehmen. Und dann hätten wir die 20. Okay, machen wir das. Also hier auf Hartholzproduktion umstellen und dann bei Städtisch einmal die Luxusmöbel. Präzisionswerkzeuge. Ach, hier mal hier auf Geschwindigkeit 2. So, die Produktivität ist auf jeden Fall hervorragend. Und bei Hartholz haben wir auch kein Problem. Ja. Werden noch Leute eingestellt. Normale Möbel sind jetzt teuer geworden. Wir haben ganz viel Bürokratie. Wir können theoretisch importieren. Thema Seide. Und Seideimport. Ja, wir importieren halt nur die 5. Wir könnten, damit wir hier vorankommen, halt auch noch aus dem britischen Markt importieren. So. Und... aber wenn wir jetzt hier 3 Stufen umstellen. Wir machen das mal. Auf Geschwindigkeit 2, weiter geht's. Und beobachten auch die Handelsrouten, ob die auf Stufe 2 da mal hochgehen. Bleibt auf 1, ja. Kann nicht auf Stufe 2 wachsen, da sich die Handelseinnahmenzölle pro Angestellten jährlich reduzieren und damit um unter 6 liegen würden. Dann noch Leute eingestellt. Umkämpfte Regierung, 61 Legitimität. Ja, auf die nächste höhere Ebene kämen wir nicht. Das haben wir uns angeschaut gehabt. Unproduktive Handelsrouten. Jetzt hier zumindest schon mal keine Warenknappheit mehr. So, Luxuskleidung wurde billiger. Hartholz wurde billiger. Luxusmöbel wurden billiger. Seide wurde auch billiger. Kleidung wurde jetzt ein bisschen teurer, weil wir haben ja umgestellt. Zu ein bisschen weniger normale Kleidung herstellen, aber dafür mehr Luxuskleidung. Möbel das gleiche, auch da wurde der Preis ein bisschen erhöht. Kohle teurer geworden, Dienstleistungen günstiger geworden. Okay.
Erbemittel günstiger geworden. Dann immer noch Leute eingestellt. Handelsrouten. 2 Stück. 12,5. Wir könnten die Importzölle reduzieren, komplett rausnehmen sogar. Ah, okay, sie sind schon mal auf 2 angestiegen jetzt. Jetzt sind sie wieder auf 1 gefallen. Ah. Ja, mit den kleinen Mengen immer. Wenn man hohe Mengen hat, dann ist das alles schön geschmeidig. Bei den kleinsten Mengen ist das immer so ein Gefrickel. Hm. Prestige. Noch 8 Prestige, dann hätten wir wieder wären wir wieder Mittelmacht. Dann könnten wir das strategische Interesse mit China eingehen. Schauen wir uns mal das Thema Import von Getreide an. Aus Getreide. Ja. Ah, das war halt schon mit China. Wir bauen aktuell ein Holzfällerlager aus. Danach noch Kunsthochschule. Hat sich auch nichts geändert. Ja, es wird ein bisschen mehr gekauft. Am Anfang der Folge waren wir bei 0,27. Jetzt sind wir bei 0,31. Hier ist halt auch das Problem, dass die dass direkt 100 eingestellt werden. Das wird immer in 100 Schritten eingestellt. Wenn das geschmeidiger wäre, dann hätte man hier nicht das Problem. Aber wenn jetzt in 10er Schritten eingestellt werden würde, dann würden wir hier wahrscheinlich schon Vollbeschäftigung haben. Weil sich die ganzen Preise leichter und besser zu unseren Gunsten einruckeln würden. So. Aber immer noch nicht die nächste Stufe. Aber das ist noch so. Wie lange haben wir eigentlich noch Zeit mit der mit den Kunstwerken? 34 Monate. Ja. Kunstwerke exportieren. Auch wahrscheinlich keiner, oder? Keine Nachfrage. Ja. Okay. Sieben Punkte ja noch. Um wieder Mittelmacht zu werden.
Marine macht Projekt Zimmer 25. Bei den Luxussachen, die wir ja schon für irgendwie nennenswert jetzt weltweit irgendwie. Ah, nee, da müssen wir noch viel mehr erstellen, um da Prestige zu bekommen. Und bei den Luxusmöbeln sieht es wahrscheinlich genauso aus. Ja. Keine Chance. Ah, vielleicht dann übers Militär. Oder noch den Machtrang dann steigern können. Die Machtprojektion und darüber den Rang. Gehen wir hier ruhig dann auf 20 hoch. Bei den Kasernen, wenn wir hier umstellen würden. Machtprojektion plus 108 Armeemachtprojektion. Kleinere Stufe Kanonenartillerie plus 36. Aber wir haben halt keine Artillerie. Wir bräuchten 18 Artillerie. Import von Artillerie. War wohl ein kleiner Bug. Adrian mal ganz vorne an erster Stelle. Von den Amerikanern. Schauen wir uns mal die Preisentwicklung an. Auf 82,8. Von den Briten auf 95,9. Den Franzosen auch teurer. Okay. Also mal bei den Amerikanern importieren. Und selber dann umstellen auf Kanonenartillerie. Schauen wir mal. Mal ein bisschen weitermachen. Ah, wir müssen hier auf 100... Ah, fast geschafft gehabt, Leute. Wächst die Handelsroute? Die wächst. Wächst auf 2 an, ja. Sollte so sein. Wir heben keine Importzölle. Okay. Da haben wir sie auf 2. Auf 3 würde jetzt hier die Prognose abgegeben, wenn wir große Verluste machen. Jetzt ist sie wieder auf 1. Ah, diese Kleinstmengen, Leute. Wir gehen immer auf mobile Artillerie. Bisschen den Bedarf noch erhöhen. Und ist teilweise. Jetzt ist die Handelsroute schon wieder angestiegen. Und wir werden Mittelmacht.
Wer denn demnächst Mission macht, jawohl. Okay. Gut, wir können dann natürlich dann auch selbst sagen, dass wir selber mal eine eigene Waffenfabrik bauen. Wenn das mit dem Import so schwierig ist. Ja, okay. Wie viele Kasernen haben wir denn jetzt noch auf? Wenn wir es komplett umstellen würden, was hätten wir denn dann hier noch an Bedarfen? An zusätzlichen 10,2 Artillerie mehr. Ja, stellen wir es jetzt komplett um. Mobile Artillerie, zack. Noch einmal weiterlaufen lassen. Und da sind wir jetzt bei 145. Armeemachtprojektion plus 41. Und ganz locker haben wir jetzt die Mittelmacht. Und können dann auch zusätzliche Interessen unterhalten. Jawohl, okay. Dann stellen wir wieder den alten Zustand her. Also Südchina. Und hier auch im Süden unseres Kontinentes, La Plata. Da geht es dann um das Thema Kolonisierung demnächst. Und eventuell auch, ja, offensive Kriege gegen Argentinien oder gegen Chile, weil hier gibt es Schwefel. Und, ja, Schwefel brauchen wir. Schwefel ist nicht verkehrt, Leute. Ah. Ist ja nicht. Sieht man das jetzt? Hier. Ja, hier gibt es ganz viel Schwefel. Das haben wir leider keins. Okay. Gut, so. Das war jetzt ein bisschen ruckelig, die Folge, weil wir den Rang verloren hatten. Ansonsten in der nächsten Folge machen wir dann nochmal in Ruhe weiter. Dass wir die Handelsbeziehungen dann mit China nochmal neu aufbauen. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.